5 Minuten zeigen wir Ihnen auf, mit welchen Hilfsmitteln in der unterstützenden Kommunikation gearbeitet wird. Die Hilfsmittel sind in 3 Kategorien aufgeteilt: den elektronischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel dem Sprachcomputer, Timetimer und Taster, den nicht elektronischen Hilfsmitteln wie den Piktogrammen, Fotos und Gegenständen, sowie den körpereigenen Hilfsmitteln wie die Gebärdensprache, gebärdenunterstützte Kommunikation wie Porta oder der Gestik und Mimik. Um etwas über die Gebärdensprache und die Wichtigkeit der Mimik zu erfahren, durften wir ein Interview führen mit Ramona, einer Gebärdensprachlehrerin, die selbst eine Hörbeeinträchtigung hat. Wegen der Sprache einen hohen Zugang, ja. Und ist eine Schlüssel. Ich denke, es ist gut zu wissen, dass in Schweiz hat da 5 Dialekte der Sprache. Bedeutet in Basel, in Zürich, Sagan, Museum und Bern hat da 5 verschiedene Dialekte Bern. Weil früher waren wir nur Schwule da. Das heißt, man nicht vergleichen mit Schriftdeutsch. Das heißt, war etwas anders. Beispiel, bei der Deutsch-Gebärdensprache nennt man zuerst Subjekt, Objekt und dann Verb im Schluss. Das ist sehr wichtig, weil wenn ich nichts höre, ja. Und du sprichst mir, ja. Kann ich Mimik, dann ist es schwierig erkennen, weil du hast eine Lautsprache in den Nationen. Ja. Und wenn du Mimik übernimmst, dann ist es eine Intonation. Ja. Und dann kann ich herausfinden, ob du wirklich meinst oder nicht gemeint. Piktogramme sind Symbole, Tätigkeiten oder Personen auf Bilder, bei denen jegliche andere Reize wie der Hintergrund oder andere Personen oder Gegenstände weggelassen werden. Dies vereinfacht die Anwendung bei der Kommunikation für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Auch seitens der Betreuerinnen und Betreuer können Piktogramme verwendet werden, um Anweisungen zu geben oder einen Tagesplan zu erstellen. Hallo, ich bin ein Sprachcomputer. Ich werde von Menschen mit einer Beeinträchtigung der Sprachfunktion verwendet und helfe ihnen, sich verbal ausdrücken und mitteilen zu können. Es gibt verschiedene Sprachprogramme auf dem Markt, diese unterscheiden sich in der Komplexität der Anwendung. Je nach den kognitiven Fähigkeiten der Benutzer wird geschaut, welches Programm das geeignetste ist als Hilfsmittel. Der Timetimer wird als Hilfsmittel benutzt, um Menschen, welche ein geringeres Zeitverständnis haben, die Zeitdauer einer Sequenz, zum Beispiel bei der Arbeit oder in der Pause, zu visualisieren. Durch das Läuten nach der abgelaufenen Zeit weiß die Person, dass nun eine neue Sequenz ansteht. Das hilft, die nötige Struktur zu ermöglichen, was das Leben von einigen Menschen mit Beeinträchtigungen vereinfacht und ihnen zugutekommt. Die meisten von ihnen hatten schon Kontakt mit einem ähnlichen Hilfsmittel wie dem Timetimer. Wisst ihr wo? Genau, mit dem Adventskranz. Dieser wurde von Johann Heinrich Wichern erfunden, um den Waisenkindern zu visualisieren, wie lange es noch bis zu Weihnachten geht. Zu guter Letzt wird uns Solveig Steiner, die Fachstellenleiterin Fachstelle UK der Brühlgund-Stiftung, die Frage beantworten, wie die passenden UKS-Mittel ausgesucht werden. Das ist nicht so ganz einfach, weil die UK grundsätzlich ja multimodal und individuell ist. Das heißt also, dass ich auf die Person direkt das passende Hilfsmittel finden muss. Und das heißt, dass ich der Person auch die entsprechenden Hilfsmittel, die ich habe, erstmal zeige oder anbiete und dann schaue, was entsprechend für diese Person passt, wo sie motiviert ist, wo sie bestimmte Dinge nutzen kann. Und danach suche ich dann aus und entscheide zusammen mit der Person, was passt oder was nicht. Und danach probieren wir das Hilfsmittel aus. Und dann erst, wenn man sieht, okay, für die Person ist das entsprechend, dann bringen wir das sozusagen in die Teams oder in die Wohngruppen, wo die Person dann wohnt oder arbeitet. Und dort wird das dann benutzt.